spiel hier. Bams, Digga, ich spiel gegen Rastakill. Rastakill, mein Protoss. Rastakill. Mit seinen Rasterlocken legt er mich hier um auf Jeonzu. Mit seinen Rasterlocken legt er dich um wie auf Neonsocken. Oh yeah, Bitches, ey. Du solltest echt scheiß auf die Schule, Mann. Werd Rapper, Bro, ey. Schuhe, ey. Brutaler Mente hier, was wir wieder für eine Stimmung an den Tag legen. Alter. Rasterlocken auf Neonsocken, Alter. Was ist da los? Jetzt hätte ich noch einen richtig guten Vergleich kriegen müssen. Der Junge sieht aus mit seinen Rasterlocken wie die Randy in Neonsocken. Oh man, ey. Und das Punchline. Ist eine Punchline. Justin Schwanz geht in den Mann rein. Bam, Sticker. Das war ein Vergleich. Ich verhungere, ich geh kurz essen. Ja, hol dir was zu essen, mein Großer. Währenddessen letter ich hier noch ein bisschen weiter und spiel meinen Zerg-Style, ne? Hier Roach-Push und voll der Weakling-Push, ne? Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. So, meine Freunde. Let's learn Zerg. Folge Romero. Mittlerweile müsste es 18, 19 so um den Dreh sein. Heute spiele ich nochmal zwei Spielchen oder so. Und dann sehen wir einfach mal, was sich noch ergibt und so. Und dann wissen wir Bescheid. Wir spielen gegen Rastakill, wie man es unschwer vorhin gehört hat. Und Justin holt sich anscheinend immer noch etwas zu essen, was mich ankotzt. Kann er nicht etwas schneller sein Essen holen? Justin, beeil dich. Justin, beeil dich. Justin, beeil dich. So, nach der letzten Folge Torchlight geht uns jetzt ein Lichtlein auf. Der Typ macht etwas Dummes, habe ich das Gefühl. Ja, er macht tatsächlich etwas Dummes. Ja, er macht was extrem... Oh, naja. Eigentlich fast schon intelligent gewesen von ihm, aber... Eben nur fast. Tut mir leid, muss ich leider sagen. Wir werden mal ein bisschen hier den Overlord nach vorne verlegen, um ein wenig Sicht zu bekommen. Wir sehen ein Nichts. Das beunruhigt mich jetzt etwas, muss ich gestehen. Wir haben Pool First gespielt, deswegen würde ich jetzt gerne zack. Ein normales Gateway expand, okay. Produziert er irgendwas? Ist gerade am Nichts tun. Wir parken mal unseren Overlord hier, so in der Nähe. Und machen das einmal so, zack. Und einmal so, zack. Und dann hätten wir auch wieder Platz für Larven. Und hoffen mal, dass er keinen Cannon Rush irgendwo in der Nähe gespielt hat. Zack. Und upside down. Dun. Sammelpunkte nach unten legen, my lord. Ich schaue zurzeit übermenschliche Serien. Game of Thrones. Zwei Queens nicht so anfangen. Ja, das hätte ich mir jetzt schon fast denken können. Meine Maus streikt jetzt. Da kommt eine Probe, will irgendwas machen. Schaut, ob ich eine dritte habe. Vermute ich einfach mal. Zack. 1, 2, 3, machen wir mal neue Ovis. For the win hier. Machen wir mal ein neues Ding hier. Zack. Einfach Sicherheits-Overlords. So. Man das jetzt quasi auch erledigt. Ah ja, genau, die haben ja hier was. Warum ist die Queen hier so weit weg? Warum dauert das so lang? Verstehe ich nicht. Jawohl.
Jawohl. Und dann haben wir hier eigentlich schon eine fertige Queen. So, haben wir hier drei sowas. Okay. Wir verbinden erstmal unsere Bases. Das ist der erste Schritt, bevor wir den Creep-Tumor hier ein bisschen verbreiten. Zack, 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 zack. Wir könnten natürlich einen Inject noch platzieren, so ist das nicht. Ist ja nicht verboten, sage ich mal. Schauen wir mal, ob wir hier was finden mittlerweile. Ich nehme mal einen unserer Linge und schaue, ob er sich eine Expo gegönnt hat bis jetzt. Und ja, jetzt können wir hier zack, zack. Nein, die Teeth, nicht im Ernst. Oh mein Gott. Ah, da können wir nur rausgehen. Vollidiot, echt. Ey, Mann! Pisst mich das an, das gibt's doch nicht. Verspiel ich meinen Bonus-Pool gegen einen DT All-In. Wie kann ich sowas nicht sehen? Oh, ich bin so ein Spast, echt, ey. Der Typ kann nichts. Ah.